Das systemische Konsensieren sagt, es muss ja auch noch einen Lösungsvorschlag geben, der die geringste Unzufriedenheit in der Gruppe erzeugt. Also wir gehen nicht über die Zufriedenheit, sondern wir gehen über die geringste Unzufriedenheit. Herzlich willkommen von uns beiden. Wir freuen uns sehr, dass ihr unsere Session gewählt hat. Stefan und ich sind bei der Deutsche Telekom Technik. Wir sind Agile Coaches, dort Agile Coaches Technik bei Debis. Und unser Thema heute ist das Thema Entscheidungen treffen und zwar auch nachhaltige Entscheidungen im Team treffen. Und wir stellen euch zwei von wahrscheinlich unzähligen Methoden, Entscheidungen zu treffen, die wir vielleicht auch noch gar nicht alle kennen vor, die wir aber glauben, die sinnvoll sind im Alltag anzuwenden und für die man jetzt nicht noch eine mehrstündige Einweisung braucht oder ein Buch lesen muss. Kann man alles im Nachgang machen. Aber wir fangen jetzt einfach damit mal an und ich stelle euch vor, das systemische Konsensieren, soeben hatte ich schon mal auf Nachfrage erwähnt. Und das systemische Konsensieren enthält schon den Begriff Konsens und bei dieser Entscheidung sagt einer der Miterfinder, das ist tatsächlich etwas, was erfunden worden ist, Konsens ist, wenn jemand was dagegen hat, dann ist auch das Umsetzen leicht. Und genau darum geht es eigentlich, wenn man Entscheidungen trifft, auch gerade im beruflichen Kontext und im Kontext mit mehreren Menschen, nicht nur für sich eine Entscheidung zu treffen, sondern gemeinsam eine Entscheidung zu treffen, die einen dann auch nicht in der Umsetzung blockiert. So, und da gibt es halt ein übliches Vorgehen bei Entscheidungen. Ich denke mal, das ist euch allen bekannt. Wenn wir im Team zum Beispiel essen gehen wollen, ne? Dann, also in Tagen, in denen das sehr gut geht, zum Beispiel gucken wir uns das Frühjahr an und man überlegt sich, hey, wir könnten abends was gemeinsam machen, wo gehen wir denn hin? Mach mal schnell eine Abfrage. So, und diese Abfrage ist die klassische demokratische Mehrheitsentscheidung, die ihr wahrscheinlich auch alle gut kennt. Wir haben jetzt mal ein paar fiktive Teamkollegen gemacht. Wenn hier jetzt irgendwie Namensdoppelungen sind, es ist keiner von euch gewesen. Diese Namen sind rein fiktiv. Die Personen kennen wir auch nicht. Aber wir stellen uns jetzt vor, dass es in unserer näheren Umgebung einen Chinesen gibt, ein italienisches Restaurant, so ein klassisches Gasthaus und dann gibt es noch den typischen Griechen. Und bei einer Mehrheitsentscheidung reicht es ja, wie der Name sagt, dass eine Person mehr sich für etwas entscheidet und dann ist diese Entscheidung die Mehrheitsentscheidung. Hier bei dem Bild sehen wir das. Einer sagt, boah, Chinese, einer sagt, oh ja, gerne Italienisch, Gasthaus will gar keiner, aber zwei möchten gern Griechisch essen. Das bedeutet, zwei sind sehr zufrieden, wenn man zum Griechen geht und von den beiden anderen wissen wir nicht, was sie darüber denken. Also ob das deren zweite Wahl gewesen wäre oder ob das für die was ist, wo sie nie hingehen, weil sie vielleicht Vegetarier sind und das beim Griechen schwierig finden. So ist jedenfalls die klassische Entscheidung. Ich denke, die kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Das systemische Konsensieren arbeitet jetzt mit einem alternativen Frageansatz. Das systemische Konsensieren sagt, es muss ja auch noch einen Lösungsvorschlag geben, der die geringste Unzufriedenheit in der Gruppe erzeugt. Also wir gehen nicht über die Zufriedenheit, sondern wir gehen über die geringste Unzufriedenheit. Ein Vorschlag, der von allen gemeinsam am leichtesten angenommen wird. Also wo man auch wirklich sagt, da haben wir die Mehrheit, die sagt, das ist okay. Und damit hat so ein Vorschlag auch ein sehr geringes Konfliktpotenzial. Denn wenn es etwas ist, wo ich nicht wirklich was gegen habe, was für mich okay ist, warum sollte das dann auch etwas sein, wo ich einen hohen Widerstand entwickle? Das heißt, bei der Umsetzung habe ich auch wenig Widerstände. Und es ist eine nachhaltige Lösung damit und es ist sehr, sehr nah an einem Konsens, den man nicht immer erreichen wird. Bei dem Beispiel, was ich jetzt gewählt habe, ne, das ist ein sehr plakatives Beispiel, wir gehen gemeinsam essen und genau dieses Beispiel würde ich jetzt auch, um das systemische Konsensieren zu erklären, verwenden. Man kann das in vielen anderen Sachverhalten nutzen, ne? Nur hier ist es erstmal plakativ und relativ deutlich dargestellt. Was macht das systemische Konsensieren? Ihr seht schon jede Menge Zahlen. Das systemische Konsensieren arbeitet mit einer Skala und sagt, ich habe einen unterschiedlichen Widerstand gegen etwas.
Das heißt, wenn ich 0 Widerstand habe, dann ist das sehr gut. Und wenn ich einen hohen Widerstand von 10 habe, dann sage ich, das geht auf keinen Fall. Alles dazwischen gibt es für diese Anwendung jetzt erstmal nur nach Gefühl. Also ob ich sage, da habe ich so einen mittleren Widerstand, einen mittelhohen Widerstand oder einen mittelniedrigen Widerstand. Wenn wir dann diese 4 fiktiven Personen nehmen, bitten wir sie mal, den Widerstand gegen die jeweilige Lokalität einzutragen. Wenn ihr euch das anguckt, seht ihr, manche Leute haben sehr hohe Widerstände, manche Leute sind eher so, dass sie sagen, oh ja, das ist alles halbwegs okay für mich. Und diese eingetragenen Widerstände, die werden dann, wenn sie eingetragen sind oder per Abstimmung in den Raum gerufen worden sind, addiert. Und man sieht, die Lösung Chinese ist diejenige, die den höchsten Widerstand hat. Ich sehe eine Frage von Florian. Optionen, bei denen eine 10 kommt, sind per se raus. Nee, hängt auch davon ab, wie viele Teilnehmer du hast. Ne? Je weniger, desto mehr wiegen natürlich höhere Widerstände. Darf ich eine Frage stellen, warum das jetzt quasi auf Widerstand gefragt wird? Weil das muss man ja wahrscheinlich sehr gründlich erklären, weil die Hälfte versteht, oh, 10 ist wie immer sehr gut und 0 ist gar nicht und es genau andersrum macht, beim ersten Mal zumindest. Weil es die Höhe des Widerstandes ist. Es geht darum, dass du einen möglichst geringen Widerstand erreichen willst und dann möchtest du auch eine geringe Summe im Ergebnis erreichen. Man hätte das wahrscheinlich auch umgekehrt machen können, nur ich habe es nicht erfunden und der Erfinder hat halt gesagt, die Höhe des Widerstandes ist dann eben 10 ist ein sehr hoher Widerstand, 0 ist ein sehr geringer Widerstand. Mhm. Beantwortet das erstmal? Also ja. es gibt sicherlich auch noch Möglichkeiten, diese Skala noch genauer zu beschreiben und zu sagen, wann man Widerstand bei 2 fühlt. Also nur aus der Praxis ergibt sich halt, ne? Das kann man selber nach Gefühl einordnen, ob man. Ging nur um das Prinzip, ne? Also das muss man halt vorher gründlich erklären, was damit gemeint ist dann. Genau. Also das ist wichtig, ist eben der hohe Widerstand. Eine hohe Summe bedeutet, da gehen wir lieber nicht hin oder diese Entscheidung treffen wir lieber nicht. Hier in dem Fall haben wir jetzt ein ganz anderes Ergebnis. Ihr könnt das nochmal im Vergleich zu der Tabelle oben sehen. Ne? Da hatten wir die Mehrheit von 2, die gesagt haben, ja, Grieche ist okay. Und man wäre zum Griechen gegangen. Grieche hat zwar den zweitniedrigsten, aber immer noch einen relativ hohen Widerstand. Und eben darüber, dass ich einordnen kann, wie ich jede einzelne Möglichkeit einschätze, kommt man dazu, dass das italienische Restaurant für alle eine ganz gute Lösung ist, die sie auch nicht ablehnen. Also wie gesagt, plakativ einfach jetzt. Ne? Es gibt viel kompliziertere und komplexere Entscheidungen, die man treffen muss. Aber ist das für euch jetzt erstmal so das Bild nachvollziehbar? Okay. So, und aus dem, was ich jetzt schon gesagt habe, ergeben sich natürlich dann auch die Vorteile des konsensierten Ergebnisses. Wenn die Gruppe einen geringen Widerstand in der Gesamtgruppe hat, dann gibt es auch ein geringes Konfliktpotenzial, weil für alle die Lösung in irgendeiner Form in Ordnung ist. Ist nicht das, was man sich vielleicht für den Abend erträumt hat, aber ist was, wo man auf jeden Fall auch mitgehen kann. Sowas kommt dem Konsens sehr, sehr nah. Und dadurch, dass das auch transparent entschieden wird, also dass ich auch sehe, ne, zum Beispiel, dass jemand da 10 schreibt bei einem anderen Restaurant, habe ich eine hohe Nachvollziehbarkeit, warum diese Entscheidung so entstanden ist und habe auch nicht das Gefühl, 2 Leute haben sich gegen mich verbündet oder ähnliches, weil sie genau wissen, dass ich da nicht hin will und dann vielleicht nicht mitgehe. Also es ist sehr transparent und man hat sehr, sehr wenig Reibungsverluste. Und insofern ist für viele Teamentscheidungen eben dieses systemische Konsensieren eine sehr schnelle Lösung und eine sehr, sehr einfach anzuwendende Lösung, wo man wirklich nicht viel Erfahrung braucht. Und wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, man muss da nicht noch ein Seminar zu besucht haben. Gibt es da eine Frage im Chat, Daniela? Ich kann das auch gerne persönlich sagen. Ich wollte nur den Vortrag nicht stören, den Fortlauf. Ja, gerne. Mach mein Bild mal an. Auf Florians Frage mit dem K.O.-Kriterium 10 hast du dann geantwortet, hängt von der Gruppengröße ab.
Ich habe da auch eine Idee, aber könntest du das so ungefähr präzisieren aus Erfahrung, grob, was du da sagen würdest? Also ich würde jetzt vermuten, bei kleinen Gruppen ist natürlich, wiegt natürlich ein K.O.-Kriterium viel stärker als in großen Gruppen. Genau so ist es. Genau so ist es. Ne? Je größer die Gruppe ist, also ich habe persönlich keine Erfahrung mit Gruppen größer als 25, mit denen ich das durchgeführt habe. Ne? Und es hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie welche Persönlichkeiten du hast, die mitentscheiden. Ne? Leute, die sehr stark zu Schwarz-Weiß tendieren, haben möglicherweise sehr viel hohe Widerstände, ne? Und wenig in der Mitte. Das heißt, du hast überall vielleicht durch diese Leute, wenn die in der Mehrheit sind, höhere Werte. Im Ergebnis kommt es aufs selbe raus. Du wirst eine Lösung finden, die den geringsten Widerstand erzeugt. Welche Gruppengröße für welches Vorgehen kann ich jetzt keine Empfehlung abgeben. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es bei Entscheidungen, die für die gesamte Gruppe nachvollziehbar sind und das Problem für die gesamte oder in der gesamten Gruppe erfasst werden kann, eignet sich das, die Möglichkeit. Du musst es einfach verstehen, worüber du entscheidest. Ja, ich würde es zusammenfassen mit dann, it depends, unser Fingerspitzengefühl und gesunder Menschenverstand ist gefragt. Ja, genau. Ist ja auch logisch, wenn man sich jetzt überlegt, 100 Leute würden unter diesen 4 Restaurants auswählen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es für jedes Restaurant irgendwo eine 10 gibt, halt viel höher. Ne? Genau. Also deshalb, ja. Das Beispiel. Genau, also das Beispiel ist ähnlich wie das, was diese Vereinigung des systemischen Konsensierens anbringt. Die haben da irgendeine Familie beim Essen und neben dieser Entscheidung. Das Beispiel ist nicht das, wo ich sage, das lässt sich jetzt einfach auf jede Gruppe immer übertragen, aber das Beispiel ist einfach, wie gesagt, sehr plakativ und erklärt einfach, ja, wie treffe ich eine Entscheidung in Projekten mit Entscheidungen, die vielleicht den Projektverlauf beeinflussen, muss das ja auch sehr präzise formuliert werden. Da reicht es dann nicht nur, dass da ein Satz da ist und da muss auch möglicherweise eine Option vorher gepitcht und erklärt werden. Wahrscheinlich ist es ja auch so, wenn die Gruppen zu groß werden, dann nivelliert sich das Ganze und dann habe ich hinterher sehr, sehr ähnliche Ergebnisse. Wahrscheinlich geht es nur bis zu einer bestimmten Gruppengröße, denke ich mal, mit dieser Bewertung. Aber da sind Mathematiker wahrscheinlich eher dann. Sag mal so, wenn du jetzt in einer Gruppe hast, so jemand, der jetzt 10 sagt, aber so ganz viele, die 0 sagen, ja, dann würde wahrscheinlich diese 10 dann quasi verschwindet in der ganzen 0, hast du trotzdem so einen niedrigen Wert, ja. Aber wenn du jetzt eine Gruppe mit 5 hast, Beispiel, und jemand so eine 10 sagt, hast du natürlich schon. Insgesamt kann dieser Widerstand schon beeinflussen, ja. Und also meine Erfahrung, und ich sage, ich weiß es nicht, ob da jetzt so die Idee dahinter steckt. Also ich benutze in zwei unterschiedliche Art und Weise. Manchmal tatsächlich, ich sage, okay, was rauskommt, nehmen wir an. Zuletzt, ich habe zum Beispiel benutzt, um einen Projektnamen zu definieren, ja, wo Teams auch ziemlich lange diskutieren. Wir haben die Optionen gesammelt, haben gesagt, okay, was hier jetzt so rauskommt, nehmen wir einen Namen. Und oft nehme ich es als Basis für eine zweite Diskussion. Ja, weil das ist einfacher, über Optionen zu diskutieren, mögliche Ideen, wenn man weiß, okay, wie ist die Stimmung im Team. Und dann geht es jetzt nicht nur so wie beim Beispiel am Anfang, wer hat am meisten Stimmen, sondern wo ist der große Widerstand. Ja? Und dann kann man diese Szene auch reflektieren. Kurzfrage, wisst ihr, ob da mit anderen Skalen auch experimentiert wurde? Also wegen der Schwierigkeit sozusagen zwischen 0 und 10 differenzieren zu können, wird manchmal gesagt, eine 5er oder eine 7er Skala, nicht bei diesem Verfahren, aber bei anderen Verfahren ist einfacher für Menschen, plus diese Extrempositionen, weil wenn ich jetzt sehe, auch in dem Beispiel, da gibt es jemanden, der sehr extreme Urteile abgibt und Nico zum Beispiel ist vielleicht jemand, der insgesamt nicht zu so extremen Urteilen neigt oder sowas, da ist die Varianz dann geringer und die Leute mit der geringeren Varianz würden dann von den Leuten mit der sehr hohen Varianz dominiert werden. Also das Thema Dominieren durch hohe Varianz habe ich so noch nicht erlebt. Also da sagen auch sagt auch das Institut, das gibt es eigentlich nicht, das löst sich von selbst auf. Also du kannst dich auch dann, wenn du dich mit jemandem verbündest, erzielst du eigentlich nicht das Ergebnis, was du möchtest, weil du die anderen nicht beeinflussen kannst. Ne? Also es kommt eigentlich immer ein konsensiertes Ergebnis raus.
mal unterschiedlich großer Konsens, mal kleinerer Konsens. Und wenn du eben Leute hast, die so leicht futtrig sind, heißt das, glaube ich, bei Tieren, wenn die alles fressen, dann hast du halt auch, dann ist für die ja auch vieles okay. Also dann empfinden die dieses Dominieren auch möglicherweise gar nicht so, weil das für sie auch eine Lösung wäre, die sie akzeptieren können. Und letzter Punkt, das hätte ich auch noch zum Abschluss gesagt, weil ich würde gerne an Stefano gleich überleiten, dass er auch noch die Hälfte der Zeit hat. Man kann das auch die Abfrage mit Skala bis 5 machen. Da geht es, man in einem Plenum die Leute die Hand heben lässt und einfach die Finger zeigen lässt und das einer zählt durch. Ne? Dann hat man das auch relativ schnell, wenn es zum Beispiel darum geht, wie machen wir jetzt mit der Agenda weiter. Okay, danke. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn, also dass es ja auch egal ist, wenn da jemand 10 dagegen ist, zum Chinesen zu gehen und alle anderen sind dafür, dann ist der Abend einfach auch kacke. Also und das zu übertragen auf eine Sache, die ich im Team machen muss, wenn einer mit voller Wucht immer dagegen steuert, dann ist es auch egal, ob die anderen das nicht so stark empfinden, du kommst nicht vorwärts. Also es ist einfach auch zu berücksichtigen, wenn der das so intensiv empfindet. Genau, Barbara. Also das würde so absolute Transparenz machen im Team. Okay, gibt es jemanden, der vielleicht immer dagegen ist oder beziehungsweise eine andere Meinung hat, ja, und so machst du transparent, weil du hast so die ganze Zahlen da und da kannst du darüber reflektieren. Ja, wieso ist das? Was ist der Grund dafür? Also was steckt dahinter? Ja? Dann der nächste Schritt quasi als Team zusammen zu machen. Genau, das vielleicht noch als letzten Satz. Dieses systemische Konsensieren als Tool im Werkzeugkoffer ist ja immer nur ein Teil. Also das, was man mit gesundem Menschenverstand, der Begriff viel so eben immer noch berücksichtigt und mit dem Fingerspitzengefühl sieht, das kann man natürlich immer noch anwenden. Ne? Und sollte man auch. Also wenn es im Nachgang noch irgendwie Fragen dazu gibt, dann meldet euch gerne. Ich würde jetzt gerne Stefano die Gelegenheit geben, mit seinem Teil weiterzumachen. Alles gut, was da passiert, ist das Einzige, was passieren kann in einer Session, daher ist alles gut. Und also nur kurz zwei Worte über systemische Konsensieren. Ich benutze das relativ oft mit den Teams und das kann man wirklich in 30 Sekunden erklären. Die verstehen alles, was das ist und dann geht es direkt los. Meistens online, die Probleme sind so technische Art und Weise, welche Tool vorbereite ich, weil oft lasse die über Dinge abstimmen, die ich noch gar nicht kenne. Das heißt, muss man da sich überlegen, also technisch, wie kann man am besten in den Griff bekommen. So, jetzt gehen wir wieder oben und reden wir über, über konsultative Einzelentscheid. Also es ist eine andere so Methoden, um Entscheidungen im Team zu treffen und egal was für ein Team, also das geht sowohl für Scrum-Teams, die über so ein neues Tool entscheiden müssen oder eine neue Technologie, aber auch für Management-Team, das würde funktionieren. Und wie funktioniert das? Also zuerst gibt es so eine Gruppe und diese Gruppe sieht, dass da gibt es ein Problem. Also muss man so eine Entscheidung treffen, vielleicht geht es um die Strategie, vielleicht geht es um Tool, aber die merken, okay, wir müssen jetzt zusammenkommen, weil wir brauchen eine Entscheidung in diesem Feld. Und diese Gruppe zuerst entscheidet, also zuerst macht eine Beschreibung, also worum es geht, also was ist die Entscheidung zu treffen und wer ist also alle betroffen. Wenn das so klar ist, also diese Gruppe, und das ist jetzt tatsächlich also Schritt 1 in dieser Methode, wählt einen Entscheider, so wählt eine Person, die dann quasi die Entscheidung dann trifft. Ja? Und dieser Entscheider, so dass so gewählt wird, ja, da kann nach so bestimmten Kriterien passieren. Kann zum Beispiel nach Betroffenheit, kann ein Entscheider, der besonders kreativ ist, kann ein Entscheider sein, dass er viele Verbindungen, Connections in der Organisation hat. Das hängt auch natürlich ein bisschen vom Thema ab. Ja? Aber diese Gruppe entscheidet, so wählt er diesen Entscheider. Das ist jetzt kein Push-Moment, wo wenn die Gruppe sagt, hey Stefano, du bist jetzt ein Entscheider, du musst entscheiden, dass ich sage, jo, mache ich das. Ja? Sondern der Entscheider muss sich auch natürlich sich, sagen wir so, wohlfühlen. Ja? Der muss fühlen, dass er seine richtige Kompetenz hat, dass das ein Thema, wo er sich auskennt. Ja?
dass der genug Kreativität für diese Lösung hat, dass die Rahmenbedingungen klar sind, dass und am besten ja, wäre so ein Entscheider, der danach auch von dieser Entscheidung betroffen ist und dort vielleicht auch so quasi die Ergebnisse dieser Entscheidung quasi miterlebt. Ja, das wäre so die optimale Entscheidung. Also mit diesen letzten Schritten, man versucht zu vermeiden, dass derjenige, der denkt, derjenige, der die Ergebnisse dann erlebt und derjenige, der handelt, da unterschiedliche Personen sind, sondern man versucht so diese Person. Und nehmen wir an, jetzt die Gruppe hat tatsächlich so einen Entscheider gefunden und der Entscheider sagt, okay, ich traue mich zu, ich bin dabei, ich mache das. Ja, dieser Entscheider wird, wie wir dann später sehen, wieder allein entscheiden, aber Konsultation ist Pflicht. Ja, das heißt, der Entscheider fängt an, Experten zu suchen, macht eine Liste von Experten. Wer kann mich bei dieser Entscheidung unterstützen? Das können interne Experten sein, das können aber auch externe Experten sein, das können Führungskräfte sein, das kann Vorstand sein, in Abhängigkeit dafür, was für ein Thema ist. Ja? Und die können auch Experten, die aus dieser Gruppe kommen oder aus der Gruppe so empfohlen würden. Ja? Die Gruppe sagt, hey, diese Entscheidung, das ist jetzt die Experte, die ich jetzt fragen würde. Ja? Das heißt, der Entscheider dann hat eine Liste von Experten und dann geht es so die Arbeit los. Ja? Das sind diese konsultative Dialoge. Also hier geht es Entscheider mit Experten arbeiten zusammen, um mögliche Optionen zu erfassen, Ideen zu generieren, natürlich dabei voneinander lernen, weil das ist so sehr, sehr kreativ. Geht es zu unterschiedliche Blickwinkel zu verstehen, kann man die Optionsräume klarer definieren und so weiter. Wenn in diesem Schritt, ja, da geht es wirklich so, Idee zu generieren, geht es jetzt nicht um Entscheidungen zu treffen. Ja. Und dann kommt so die Entscheidung, ja, und das entscheidet der Entscheider alleine. Ja, das gibt es jetzt kein Komitee. Sondern der Entscheider alleine, der sucht jetzt aus dieser Idee, die in der vorigen Schritt erzeugt wurde, ja, sucht die beste Lösung, ja, was er denkt, ist die. Und begleitet natürlich die Folge der Entscheidung. Ja, der steht 100% dahinter und am besten kümmert sich auch, dass die Entscheidung da so implementiert wird. Und wenn die Entscheidung steht, dann geht wieder zurück in die Gruppe und stellt die Idee vor. Sagt, okay, das war das Problem, das ist die Entscheidung. Übrigens, die Entscheidung kann auch sein, wir lassen jetzt die Situation so, wie ist. Ja, also wird der Status quo weitergeführt, weil vielleicht ist das Beste zu tun in bestimmten Situationen. Ja. Aber stellt die Lösung vor, stellt, welche Experten dann hat er konsultiert, kann erzählen, welche andere Optionen da waren. Also macht er absolut transparent, was alles so passiert ist. Ja. Und die Gruppe, und die müssen das schon natürlich vorher wissen, also die Gruppe dann steht geschlossen hinter dieser Entscheidung. Ja, jetzt geht es nicht normal, dann die Diskussion aufzumachen und sagen, ey, ich habe eine bessere Idee, aber man konnte anders machen. Ja. Sondern steht da hinten. Ja. Die feiern natürlich alle zusammen, weil endlich so eine Entscheidung haben, reflektieren gemeinsam, weil geht es um Lernen. Ja, wenn dein Team zusammenarbeitet, können immer regelmäßig so Entscheidungen treffen. Das heißt, da geht es immer zu lernen. Und der letzte Punkt, was auch super wichtig ist, also übte Vergebung. Ja, vielleicht ist irgendwas passiert, was jetzt nicht optimal war. Ja. Aber die sollen trotzdem Vergebung üben, ja, und sie müssen sich daran erinnern, dass vielleicht in der Zukunft die Rolle ändert sich. So jemand, der aus der Gruppe ist, wird der Entscheider oder die Entscheiderin in dieser Gruppe. Ja, das heißt, es ist so ein Lernmechanismus, was so im Team etabliert wird. Ja. Vorteile, ja, diese Verfahren sind natürlich, ist das so, Prozesse ist klar, wie die Entscheidung getroffen wird, ja, ist effizient. Wenn man denkt zum Beispiel, und dieses Beispiel ist ein bisschen, ist nicht nur für agile Teams, aber so für Management-Teams in großen Konzernen, wie die Entscheidungen getroffen werden, ja, das ist deutlich, deutlich effizienter und schneller. Ja.
Die Entscheidungsqualität ist hoch, weil ich den Entscheider viele Experten konsultiert habe. Ja. Und letztendlich gibt es eine bessere Akzeptanz, weil ich Experten aus den Systemen fragen kann. Das heißt, das sind alle Ideen eingeflossen. Ja. Und ich als Entscheider dann kann ich auch transparent machen, wieso, warum. Ja. Und das ist eine super Möglichkeit, um Lernen in der Organisation zu etablieren. Stefano, es gibt jetzt ganz viele Fragen im Chat und mein Vorschlag wäre, damit wir nicht scrollen müssen, dass vielleicht diejenigen, die Fragen sich noch nicht beantwortet haben oder die so sagen, das würde ich gerne noch mal in die Runde formulieren, dass wir die letzten 5 Minuten dafür nutzen, dass ihr die Fragen stellt. Genau. Tobias hier, hi. Erstmal vielen Dank, habe einiges gelernt. Ich, um es holokratisch auszudrücken, hatte eine kurze Spannung bei dem ersten Bild zum systemischen Konsensieren. Da ist ja ein Zitat von Siegfried Schrotter aufgeschrieben. Und die Mareike hat es jetzt auch so ein bisschen nochmal getriggert, dass ich es auch anspreche. Das Thema Konsens. Also bisher, zumindest ich habe es so verstanden, dass der Konsens sich so definiert, wie das Zitat von Siegfried dort steht. Das heißt, es gibt keine Meinung dagegen. Wohingegen ich immer dachte, dass der Konsens hieße, alle müssen dafür sein. Könnt ihr das mal einordnen oder eure Erfahrungen dazu schildern? Also das ist auf jeden Fall, finde ich, immer schwierig zu beantworten, weil so viel unterschiedliches Verständnis hinter Konsens und Konsens steht und weil es unterschiedlich gelernt und gelehrt wird. Hier ist es ja so, das systemische Konsensieren erzielt keine gesamte Einigkeit, sondern eigentlich einen geringen Widerstand. Ne? Also insofern gibt das Zitat vielleicht nicht eindeutig wieder, was das Wesen des systemischen Konsensierens ist. Aber okay, das ist ein guter Hinweis, dass das eben durchaus dann missverständliche Assoziationen auslöst. Ne? Mhm. Als jemand, also ich nutze den Konsens regelmäßig, die Einwandbehandlung, wenn ich jetzt mit einer neuen Methode hergehe und das systemische Konsensiere vorschlage, dann muss ich zumindest aufpassen, wie ich es erkläre, weil bisher war bei uns die Einigkeit darüber, dass Konsens sozusagen heißt, alle müssen dafür sein. Ne? Das systemische Konsensieren heißt das dann nicht im Umkehrschluss. Ne? Das heißt es nicht im Umkehrschluss, sondern es ist für alle okay, ist für mich meine Definition. Ne? Okay. Das ist eine okay Lösung, da muss ich nicht begeistert sein, aber ich kann immer noch mitgehen. Ich hatte da aufbauend auf Tobias eben auch nochmal die Frage, wann nutzt ihr dieses systemische Konsensieren und wann eher Konsens? Weil für mich meine Hypothese ist, weil ich auch bisher eher Konsens nutze, dass das systemische Konsensieren ab einer gewissen Komplexität der Fragestellung an die Grenzen stößt. Wäre jetzt meine Hypothese. Also Stefano hatte ja soeben schon ein Beispiel gebracht, wann er es zum Beispiel nutzt. Ne? Ich finde auch, das sind Dinge, die man, wo man weiß, dass man sonst stecken bleibt oder wo man noch die Auswahl ein bisschen kleiner machen muss. Wann nutze ich was? Also ich finde, wenn jemand das Problem verstanden hat und ich eine Expertengruppe habe, dann kann es sein, dass für jemand außen oder für den Moderator das Problem nicht im Detail verständlich ist, ne? mit Projekt- oder Software-Details. Aber solange die Teilnehmer das verstanden haben, würde ich es in jedem Umfeld, egal wie komplex das Problem ist, nutzen. Ich müsste nur bei einer großen Gruppe sicher gehen, dass das bei allen der Fall ist. Also meine Erfahrung ist, bei Consent muss auch ein bisschen gelernt werden, beziehungsweise geübt so von einem Team. Ja? Und ich muss dann auch die Erfahrung machen, wie das funktioniert, welche Art der Diskussion so stattfinden kann. Ja? Und mit systemisches Konsensieren, ich kann sehr schnell eine Visualisierung hinbekommen, wie sieht es aus mit den Widerständen im Team, im System. Ja? Und dann kann man immer entscheiden, okay, ich nehme jetzt tatsächlich die Lösung, was er minimal hat und dann gut ist, oder ich benutze diese Information, um dann quasi eine weitere Diskussion zu führen. Also ich benutze das auch zum Beispiel bei Retro mit auch mehreren Teilnehmern. Wenn, weißt du, hast du 6 Ideen, aber du möchtest auf 3 fokussieren, weil macht keinen Sinn, alle 6 gleichzeitig zu führen. Wir machen zuerst so. Schau mal, was da rauskommt und dann sage, okay, jetzt, was wollt ihr tatsächlich machen? Ja, jetzt sieht, was die Kollegen denken. Ja.
Ja, das ist ja, man könnte es ja auch, so wie du schon gesagt hast, wenn man erstmal, manchmal denkt man ja, es ist nicht so komplex, wie man dachte, und dann nutzt man das erstmal, weil man merkt, das sind ganz schön viele Widerstände oder Bedenken, dass man dann auch darauf basierend nochmal konsequent nutzt und versucht, was sind denn die Einwände, warum habt ihr jetzt da 10 geschrieben, dann kann man ja auch switchen. Ja. Ja. Und hast du dann alle Stimmen im Raum geholt, ja, so ganz schnell, also du weißt, jeder, was da so, was für ein Gefühl hat über die Themen, die auf das Board sind, ja. Bei Consent muss ich jemand melden. Vielleicht hat in diesem Moment, weiß ich nicht, keine Lust. Was auch immer. Ja. Du kannst so beide kombinieren. Gibt es da vielleicht noch eine schnelle Frage? Und dann versuche ich es mal ganz schnell. Ihr hattet ja eben ganz kurz am Ende so ein Lifehack erzählt gehabt. Auf 5 runtergehen und dann, also jetzt in der Online-Welt, einfach die Hand in die Kamera halten. Das fand ich schon gar nicht schlecht, weil im Prinzip dieses Dot-Voting auf dem MyReport ist ja das so das Klassische, was man ja ganz schnell macht. Habt ihr dafür auch noch irgendeinen Lifehack eventuell? Also ich benutze eine Excel oft. Also vorbereite das im Hintergrund sozusagen. Also meistens mache ich vorher eine Pause und dann mache ich systemisches Konsensieren. Damit in der Pause kann ich so das Excel-Tabelle vorbereiten und jeder kann tippen zum Beispiel. Genau. Ja, wenn wir so bei uns, wir können so freischalten, dass jeder dann dran kommt. Aber mit der Kamera von 1 bis 5 ist auch wunderbar. Ja, vielen Dank. Ja. Was du auch machen kannst, wenn du ein Miro-Board hast und die ganzen Mäuse anmachst, Felder pro Dings machen und dann mit den Mäusen einfach drüber gehen lassen und zählen. Genau, okay. Cursor kannst du dann sehen. Also, genau. Ja, da musst, also ich finde, beim systemischen Konsensieren kann man viel ausprobieren und wenn man tatsächlich irgendwie sieht, es gibt viel Widerstand, das vielleicht noch als letztes, dann ermöglicht das einem zumindest in die richtige Richtung im Workshop oder in dem Thema weiterzugehen. Also es ist manchmal auch so eine kurze Alarmglocke, die vielleicht angeht oder ein Licht, was da drauf geworfen wird. Ja, vielen herzlichen Dank für die Erleuchtung. Danke. Ja, danke an euch für die Teilnahme. Ne? Genau, danke, dass ihr dabei wart. Danke sehr. Danke schön. Vielen Dank. Gemacht. Bis dann. Ciao.